Grüß dich, bleibet in meiner Liebe. Mit diesen Worten begrüßt uns heute Jesu in dem Evangelium. Und diese Worte sind in Verbindung gebracht mit den Gebote zu folgen. Und eins kann das vielleicht nicht richtig ins Gleichgewicht bringen. Liebe ist für uns etwas, was die Gebote überschreitet, was zu aller größter ist. Und wieso dann Gebote? Und ich denke, dass Gebote helfen uns eigentlich, diese Liebe in der Liebe eigentlich zu verweilen. Weil es ist ein interessantes Wort hier benutzt. In diesem Bleiben ist eigentlich das Wort, was drückt, also für längere Zeit bleiben, eigentlich wohnen. So kommen wir auf ein Bild von einem Haus, in dem wir für längere Zeit verweilen möchten. Und stell dir vor, wir sind mit vielen unterschiedlichen Menschen, die wir langsam kennenlernen, in einem Haus. Und was verhält uns als erstes? Ja, wir haben eine Küche, ein Bad, irgendwie, damit wir eins über den anderen, dass wir länger in diesem Haus aushalten können und die Freude aus diesem Zusammensein erleben können, müssen wir unterschiedliche Regeln befolgen, die eigentlich helfen uns, länger in diesem Haus zusammen zu bleiben. Länger dieses Haus als eine Quelle von der Freude haben, also griechisch Chaira, also große Freude, eine Quelle der Freude, soll dieses Verbleiben in der Liebe sein. Und dann erkennen wir, wie wichtig diese Regeln, die wir selbst auch in unserem Herzen erkannt haben, nicht, dass jemand uns aufgeworfen hat. Die Regeln, die Gebote sind etwas, was wir in unserem Herzen wiedererfinden können und das spontan uns kommen können, interpretieren können, damit wir zusammen in der Freude leben können. Und das, glaube ich, das Schlüssel ist. Und jetzt ist die Frage an dich, welche Regeln findest du wichtig und unentbehrlich, damit wir diese Liebe noch besser pflegen können? Teile mit mir in dem Kommentar. Ich warte darauf.